Hi zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um Photoshop Bild in Bild anfügen. Ich würde gerne euch beibringen, wie man mit Photoshop ein Bild in Bild anfügen kann. Und zwar, wir legen sofort los, indem wir die Bilder erstmal anfügen. Also, um Bilder anzufügen, gehen wir auf Datei und dann öffnen wir das Bild als Smart Objekt. Und das erste Bild würde ich gerne sofort anfügen. Also ich gucke erstmal, wo das erste Bild ist. Dieses Bild zum Beispiel öffnen wir als erstes Bild. Und das zweite Bild öffnen wir auch genauso und fügen wir einfach hin. Und zwar immer als Smart Objekt. Also das zweite Bild gucken wir einfach hier hin und dann können wir sofort einfach anfügen. Und dieses Bild können wir auch als zweites Bild einfach so nehmen. Und das zweite Bild ist auch wahrscheinlich schon da. Das ist dieses Bild hier. Und dieses Bild wollen wir jetzt einfach freistellen. Um das zu erreichen, holen wir ein Werkzeug hier. Und zwar unser Lasso-Werkzeug. Damit haben wir die Möglichkeit, unser Bild einfach freizustellen. Und wir markieren einfach die Stelle, wo wir zum Beispiel freistellen wollen. Und zwar, jetzt geht es sofort los, indem wir die Sache hier freistellen. Und wenn wir fertig sind, dann haben wir die Möglichkeit, das Bild einfach zu kopieren und anzufügen. Also, und bald sind wir schon fertig mit unserer, mit Photoshop das Bild freizustellen. Also, wir haben schon das Bild freigestellt. Wir kopieren einfach mit der Steuerungstaste C und fügen einfach in unser Bild hier, das wir eben geöffnet hatten. Sie sehen schon, wie Sie das Bild einfach, wie Sie ein Bild in Bild anfügen können mit Photoshop. Und dieses Bild haben wir die Möglichkeit, nochmal ein bisschen zu transformieren. Um das zu tun, wir würden gerne erstmal verschieben. Wir holen dieses Werkzeug hier, und damit können wir genau positionieren, wie wir einfach haben wollen. Wir können zum Beispiel dieses Bild einfach so positionieren. Und Sie sehen schon, wie es jetzt geworden ist. Also wir können auch auf der rechten Seite hier positionieren, wie wir eigentlich haben wollten. Aber Hauptsache, Sie haben schon gelernt, wie man das Bild in Bild einfach anfügen kann. Wir sind schon fast durch. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, hier auf unsere Deckkraft, einfach nicht nur die Deckkraft, unseren Modus, einfach hier nochmal ein bisschen das Bild schöner zu machen. Wir können zum Beispiel multiplizieren auch. Und dann sieht das Bild ein bisschen anders aus. Also es sieht, als ob dieses Tier einfach unter dem Wasser ist. Also Sie sehen schon. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, nochmal dazu einen Text einfach zu schreiben. Um das zu erreichen, holen wir dieses Werkzeug hier und dann schreiben wir einfach unseren Text hier oben. Also wir können zum Beispiel mein Name schreiben. Das ist nur ein Beispiel. Sie können alles schreiben, wie Sie wollen. Also und von daher. Mein Name habe ich geschrieben und die Farbe haben wir auch die Möglichkeit hier einfach zu ändern. Sie sehen schon, man kann auch diese Farbe einfach, ich markiere erstmal, Entschuldigung, ich markiere erstmal, was für einen Text ich erstmal ändern möchte. Ich möchte erstmal meinen festen Vornamen ändern, die Farbe ändern und zwar, ich hole mir eine andere Farbe hier. Also ich kann noch diese Farbe einfach nehmen und für den zweiten Text nehme ich auch eine andere Farbe. Also von daher, man kann das tun. Und nehme zum Beispiel die Farbe, diese Farbe hier und jetzt sind wir fertig mit unseren Farben. Sie sehen schon, wie Sie den Text anfärben könnten. Und jetzt die Schriftgröße haben wir auch hier erhöht. Die Schriftart können Sie auch hier ändern. Also von daher, Sie können alles einfach ändern, wie Sie wollen. Die Schriftart können wir nochmal, wir können zum Beispiel Arial für unseren zweiten Text nehmen oder wir können was anderes einfach nehmen. Oder ich gucke einfach eine sehr schöne Schriftart hier. Zum Beispiel das hier nehmen wir. Sieht nicht so schön aus. Also ich gucke nochmal eine schöne Schriftart hier, die uns am besten so gefällt. Also von daher, ich gucke einfach mal nach. Also das hier, diese Schriftart passt auch sehr gut und wir können einfach so lassen. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, den Text nochmal zu bearbeiten. Und zwar, wir können zum Beispiel hier gehen auf unseren Modus und dann können wir zum Beispiel sagen, wir wollen zum Beispiel ein bisschen subtrahieren. Und es sieht jetzt ganz anders jetzt aus und der Text ist einfach ein bisschen verschwunden, aber das ist nicht so schlimm. Und hier habe ich die Möglichkeit, meinen Text nochmal ein bisschen noch zu bearbeiten. Und zwar ein bisschen zu biegen, also wie Wellen so möchte ich zum Beispiel. Da können wir schon das Ergebnis ein bisschen hier sehen. Also ich mache das und da können wir zum Beispiel sehen, wie es jetzt geworden ist.
geworden ist. Also und hier habe ich die Möglichkeit, die Bewegung ein bisschen die Position zu ändern. Und zwar so. Und hier die Verzerrung kann ich noch mal ein bisschen schöner machen. Also ich gucke genau, wie ich meine Verzerrung hier ändern kann. Also und jetzt könnte ich einfach so lassen. Und jetzt würde ich gerne jetzt den Text auf unserer Ebene still einfach gehen und dort würde ich gerne einfach meinen Text nochmal bearbeiten. Und zwar, ich möchte einfach Schatten. Schatten möchte ich nicht nur, ich möchte nach innen haben und hier habe ich die Möglichkeit einfach nochmal zu ändern. Die Füllung, Sie sehen schon, wie Sie die Sache ein bisschen ändern könnten und Sie haben auch die Möglichkeit hier nochmal zu gucken. Also gucken Sie einfach, wie das Ergebnis einfach ist. Und hier könnten Sie nochmal zum Beispiel ein bisschen mit Rauschen machen. Und es sieht einfach sehr cool aus. Und wenn wir fertig sind, dann können wir zum Beispiel die Deckkraft können wir nochmal ein bisschen erhöhen, damit Sie besser sehen können. Also machen noch ein bisschen bis 100. Und dann können wir jetzt sagen, wir sind schon fast fertig. Und Sie sehen schon, wie das Ergebnis jetzt geworden ist. Wir könnten nochmal dazu noch viele Sachen hinzufügen. Nochmal, wir haben die Möglichkeit, nochmal ein Objekt nochmal hinzufügen. Also ich gucke nochmal ein Objekt hier drin. Und dann können wir nochmal hinzufügen, wie Sie wollen. Also zum Beispiel, das hier können wir nochmal öffnen. Und dann einfach nochmal mit unserer Lasso schneiden, wie wir eigentlich haben wollten. Und dann können wir nochmal anfügen. Also geschnitten haben wir schon, wir kopieren einfach und hier können wir zum Beispiel das Objekt nochmal anfügen. Sie sehen, das ist diese kleine Brücke hier und wir haben die Möglichkeit nochmal zu positionieren, wie wir eigentlich haben wollten und wir haben die Möglichkeit nochmal zu bearbeiten, zum Beispiel zu vergrößern, skalieren, positionieren, wie wir wollten. Sie sehen schon. Also so können Sie einfach die Sache hin und hier einfach ändern, wie Sie wollen. Wir können noch einen Strahl hinzufügen. Also wir fügen nochmal als Smart Objekt nochmal was hier drinnen. Und zwar unsere Sand. Wir holen den Sand da und dann können wir auch mit diesem Werkzeug, mit dem Lasso, ein bisschen noch ein bisschen skalieren, freistellen. Also und dann können wir kopieren und genauso nochmal nicht hier, sondern hier einfach anfügen. Also in diesem Bild wollen wir, nochmal zurück. Und in diesem Werkzeug wollte ich einfach holen und hier positionieren. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, unser Projekt einfach zu skalieren. Also Sie sehen schon, wir sind schon fast fertig. Nicht, dass Sie sagen, das ist unser Sand, unser Strand mit Sand. Und dann sehen Sie schon, wie wir das erreicht haben. Also wir haben sehr viel heute erreicht. Wenn wir fertig sind, dann markieren wir hier. Das ist unser Projekt, was wir heute erreicht haben. Und ich freue mich einfach, euch beigebracht zu haben, wie Sie mit Photoshop ein Bild in Bild anfügen können. Und freue mich auch für das Zuschauen.